So, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem nächsten Tipp, beziehungsweise eine kleine Hilfe für euch, was den Transport angeht. Ne, wir kennen es ja alle inzwischen. Wir gehen raus in den dunklen Wald, beziehungsweise jetzt heißt er ja Schwarzwald, sammeln Erze ein und hast du nicht gesehen und schwuppdiwupps sind wir wieder voll. Dafür gibt es im Spiel diese sogenannte Karre. Die Karre steht auch gerade genau vor mir. Hier ist sie. Was kann man damit machen? Genau, man kann darauf einfach Sachen lagern. Warte mal, ich zeig's euch. Zack. Man geht einfach auf Öffnen und dann kann man aus seinem Inventar einfach alles Mögliche hier reinklatschen. Und kann dann einfach, wenn man sich hier vorsetzt, zack. Hey. Na? Keiner Profi-Effekt. Das ist immer noch das, was mich so ein bisschen stört. Kann das hier irgendwie. Wobei, meine Frau geht nicht um. Jetzt? Wieso kann ich die Karre nicht benutzen? Ach, ich bin schon drin. Lol. Und so läuft man dann mit der Karre. Und dadurch kann man natürlich viel mehr tragen. Man kann einmal sein eigenes Gewicht tragen. Plus halt nochmal das, was man in der Karre drin hat. Aber jetzt geht es darum, wie kann ich das Ganze herstellen? Das Ganze hat folgenden Ablauf. Wir brauchen dafür den Kohlemeiler, den Schmelzofen, ein bisschen Zinnerz. Man sagt dann so, 10 Zinnerz brauchen wir. Ne, 11 Zinnerz, Entschuldigung. Wenn ihr das erste Zinnerz hergestellt habt, lässt sich natürlich auch die Schmiede herstellen. Dann müsst ihr Bronzenägel herstellen. Einmal nur kostet ein Bronze. Dann bekommt ihr das Rezept für den Karren. Dafür dann einfach den Hammer in die Hand, rechtsklick, dann auf Verschiedenes gehen hier oben in dem Reiter. Und dann ist hier oben Kart. Es heißt Karren, aber hier ist es noch ein Kart. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür 10 Bronzenägel, 20 Holz und natürlich die Werkbank in der Nähe, um das Ganze bauen zu können. Und dann könnt ihr aber mit der Karre überall hin. Also egal, wo ihr hin wollt, natürlich muss es zugänglich sein. Also so einen steilen Berg, weil ich kann es euch gerade mal zeigen. Ich habe nämlich hier, ist die Welt für mich wie abgeschnitten. Da geht es von beiden Seiten keilförmig im gefühlt 80-Grad-Winkel runter. Also da würde ich dann nicht empfehlen, herzugehen. Aber so auf der Landseite hier, also über Wasser, kann man es da glaube ich auch noch nicht mitnehmen. Außer man hat schon ein Riesenschiff gebaut, aber ich glaube eher nicht. Dafür kann man ja dann auf dem Schiff alles lagern. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ihr die Reihenfolge nicht so ganz verstanden habt, entweder schreibt es in die Kommentare, ich erkläre es dann gerade nochmal ganz kurz. Aber für alle nochmal zum Mitschreiben, man braucht erst den Kohlemeiler. Dafür habe ich aber auch schon ein Video gemacht. Dann kommt automatisch der Schmelzofen. Dann kommt die Werkbank. Man braucht insgesamt 11, ne gar nicht, man braucht gar keine 11 Zinnerz. Entschuldigung, ich habe Quatsch geredet. Ein Zinnerz reicht doch. Mit dem Zinnerz, mit einem Zinnerz kann man ja die Bronzenägel herstellen und davon brauchen wir nur 10. Blödsinn, was ich eben gesagt habe, ein Zinnerz reicht vollkommen. Das Zinnerz findet ihr in der Regel, wartet, zack, 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 am Wasser entlang, aber am Dunkelwald bzw. jetzt Schwarzwald. So, wenn noch Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Aber ich versuche wirklich so nach und nach jetzt alles videotechnisch für euch hochzuladen. Eigentlich dürften da dann keine großen Fragen mehr kommen. Einfach mal ein bisschen umgucken oder, wie gesagt, schreibt es rein. Gerne noch ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne noch ein Abo da lassen. Wir würden uns freuen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Spielen. Und vielleicht sieht man sich nochmal im Livestream, jetzt auch gleich auf YouTube. Mal gucken, was wir machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.